Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zum neuen LPP-Spieltag, zum mittlerweile Spieltag, I don't absolute know, ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir aktuell Achter sind, stehen aber 3-4 und können, wenn wir den Spieltag gewinnen, Dritter werden. Okay, es ist immer noch super crazy, wie nah alles beieinander liegt, das heißt, hier ist auf jeden Fall noch nichts verloren, auch wenn es nur noch zwei Spieltage gibt. Okay, Spieltag 8, wir haben noch zwei Spieltage. Heißt aber auch so viel wie, dass wir diesen heutigen Spieltag gewinnen müssen, um potenziell noch in die Playoffs zu kommen. Wir spielen heute gegen den guten Barry, der aktuell sich auf Platz 3 befindet. Das heißt, hier ein potenziell sehr, sehr schwerer Gegner, den wir auf jeden Fall ausschalten müssen. Wir haben, indem wir ihn besiegen müssen, tun, wenn wir noch in die Playoffs wollen. Das heißt, ein Win heute ist insane wichtig. Der muss heute her. Und das ist heute unser Ziel. Wir wollen heute gewinnen. Relativ hoch, wenn möglich. Barry hat allerdings ein sehr, sehr starkes Team. Und zwar hat Barry, das ist immer so viel, was ich auch habe. So, Barry hat ein Team bestehend aus Mega Mewtwo, Ypsilon, super gefährlich, Ho-Oh, Palkia mit dem Z-Stein, Stalobor, Tapu Koko, Arceus Geist, Genesect, Despotar, Milotic und Hippopotas. Okay? Und Pokémon, von denen ich richtig viel Angst habe, sind Koko, ist relativ gefährlich, genauso wie Mega Mewtwo, Ypsilon. Ho-Oh, Despotar, Stalobor. Und das letzte Pokémon kann alles sein. Also wie gesagt, ich denke, er hat mit Mewtwo, Kapuriki, Ho-Oh, Despotar, Stalobor und als letztes Mal entweder Palkia, Arceus oder Milotic oder Genesect. Es kann alles sein, außer Hippopotas, weil Despotar ist halt wirklich gut gegen mich. Okay, es ist wirklich gut. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass er das mit hat. Ich blende euch hier meine Sets ein. Wir haben heute ein Custom Berry, Ferroform, Zephrox, Leech Seeds, Protect und Power Whip. Dann haben wir ein Life Orb Naganade mit Starcraft, Draco Meteor, Flamethrower und U-Turn. Wir haben eine Assault Vest Drapion mit Crunch, Poison Jab, EQ und Rock Slide. Wir haben ein Skyplate Arceus mit Defog, Recover, Judgment und Earth Power, speziell defensiv. Wir haben ein Focus Sash für Mosam, U-Turn, Low Kick, Poison Jab und Hidden Power Rock für Ho-Oh, falls er Ho-Oh nicht mit hat, das ist leider ein verschwendeter Move, aber ich denke sehr, dass er es mitnimmt. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Sable Eye mit einem Sable Neaten. Eigentlich wollte er nur mit Namen, ne? Sable Knight. Okay, mit Willowis, Power Player, Recover. Normalerweise nehme ich sonst immer Mowgli mit, man spielt mir auch so ein Uber, aber bisher hat mich das immer enttäuscht, also ich habe Mowgli nie gebraucht, deswegen haben wir heute Pain Split dabei, weil es vielleicht Überraschungseffekt mäßig gut sein kann. Ich habe super viele Moves im Kopf gehabt, die ich auf Sable Eye packen kann, ich hatte auch kurz mit Konter oder so überlegt, aber schlussendlich ist es dann eben der Pain Split geworden. Wir müssen auf jeden Fall bloß denken, das sollte auf jeden Fall, also sollte auf jeden Fall Strolch haben, aber weil es Strolch hat, der Strolch funktioniert nicht gegen Despotar und ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Okay, hat Ho mit. Puh. Ey, das ist genau das Team, das ich prediktet habe, außer, dass er Despotar nicht mit hat. Das macht mich ziemlich glücklich, weil... Ah, und Mewtwo... Lol, okay. Was? Er hat Mewtwo nicht mit, damit habe ich tatsächlich ziemlich safe gerechnet. Er hat... Okay, Arceus hat er mit. Er hat Palkia mit, er hat Genesect nicht mit. Er hat Milotic mit, okay. Er hat Despotar und Hippopotas nicht mit. Das ist interessant. Das sind natürlich alles Pokémon, die ich auf jeden Fall auf dem Schirm hatte. Aber auch Pokémon, die er nicht mit hat... von denen ich sehr viel Angst hatte, ja, ist okay, ne, damit kann ich leben. Trotzdem immer noch ein sehr gefährliches Team, Kapuriki und Ho, auf jeden Fall immer noch hier die gefährlichsten Pokémon, da muss ich auf jeden Fall aufpassen, vielleicht early irgendwie die Tarnsteine rausbekommen, wenn nice, Alter, sein Team sieht richtig schön und aus, meins ist Classic Weiß Lila, man kennt es, okay, er hat sich jetzt schon sein Lead überlegt, das heißt, er weiß halt safe, womit er leaden möchte, safe mit seinem Scarf, Koko oder so, keine Ahnung, mit irgendeinem Scarfer. Ich überlege gerade vielleicht mit Drapion zu leaden, weil wir die Assault Vest haben. Stalobor wäre da halt aber kacke. Aber Outspeeded Choice Scarf Stalobor für Ramosa überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Kommt drauf an, wie viel Speed wir spielen. Muss ich gleich mal schauen. Will ich mit Naganade leaden? Mit Zubiris, Ferrofon? Ferrofon wäre halt... Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, ich leade mit Ferrofon. Ganz vergessen, dass der Timer ja auch irgendwann abläuft. Ja doch, wir leaden mal mit Tentable. Und schauen wir hier ganz gediegen. Erstmal, womit der anfängt. Vielleicht kriegen wir auch Early Rocks raus. Ich will gerade mal schauen. Ja, was ist dein bester Rocksetter? Stalobor, ne? Wer kann auch Stalobor mit Rock spielen? Das ist auch potenziell möglich. Das ist halt das, wovor ich jetzt so ein bisschen Angst gehabt hatte. Stalobor, sonst hätte ich mit vielen anderen Pokémon liegen können, wie zum Beispiel Naganade oder Firamosa. Hm, wobei Firamosa auch so eine Sache ist. Future Flash, das ist Kapuriki, ne? Damit kann ich absolut leben. Damit kann ich absolut leben. Ist der Choice Scarf? Der kann halt echt Scarf sein, ne?
kann mir das richtig gut vorstellen. Will ich hier direkt die Tarnsteine rauslegen? Ich glaube schon. Ich gönne mir hier direkt die Tarnsteine. Kein Magie-Spiegel-Pokémon hier early die Tarnsteine in der ersten Runde rauszubekommen. Ist eigentlich echt ganz nice. Die nehme ich auf jeden Fall. Besonders weil er hier wahrscheinlich für U-Turn oder... Oh nein. Aber es sollte nicht killen. Nee, es killt nicht. Und er bringt uns runter auf unsere Kasse, Barry. Das heißt, ich könnte hier nochmal eine Blattgeisel oder so rausholen. Wie viel Damage macht denn Blattgeisel? Yo, hier zuerst auf Blattgeisel gehen und dann die Castleberry-Blattgeisel. Das wäre halt echt strong gewesen. Gegen Tapu Koko. Das wäre dann... hier, schauen wir mal gegen das Set hier. 250%, ne? Ist halt nicht so crazy. Aber ist halt Damage, den ich drauf bekommen würde. Ich meine, die Tarnsteine sind jetzt draußen. Und sehr viel mehr muss Ferrothorn jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Wenn ich jetzt die Leech Seeds rausholen würde, könnte ich mich halt nicht boosten. Habe ich halt aber echt gescarft. Das wäre halt echt interessant zu wissen. Vielleicht wechsle ich doch nochmal raus. Gegen wen wäre dann... Wenn er halt die Tarnsteine wegbekommt, ne? Ich meine, ich habe mein AB Drapion. Ansonsten habe ich auch immer noch meinen Naganadel. Ich gehe raus in Naganadel. Naganadel sollte hier wahrscheinlich relativ safe sein. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier für Vault Switch geht. Kann ich mir nicht hundertprozentig vorstellen. Aber wenn Vault Switch vielleicht ihn killt. Besonders... Oh, er geht für Auflockern, okay. Oh, shit, okay. Aber das ist fein. Weil wir... Wie gesagt, wir haben die Castleberry. Das heißt, wir kriegen die Tarnsteine später auf jeden Fall safe nochmal raus. Hier können wir jetzt überlegen, wenn ich für Schlammwoge gehe, kann er in Stalobo rausgehen. Er kann in Arceus rausgehen. Ja, Stalobo und Arceus werden halt, oder Milotic halt werden seine Switch-Ins. Deswegen gönne ich mir hier wahrscheinlich einen Flammenwurf, oder? Oder gehe ich einmal für die Kehrtwende? Wird wahrscheinlich hier für Voltwechsel gehen. Hier für die Kehrtwende. Ich will auf jeden Fall Switch-Advantages haben. Ne, wechselt sogar hart raus, okay? Lass die Kehrtwende auf jeden Fall fein. Wäre Flammenwurf der bessere Player gewesen? Er geht raus in Ho-Oh. Ja, wenn die Dings auch okay gewesen. Die Schlammwoge. Aber jetzt wahrscheinlich defensiv, ne? Okay, ja. Ich wollte jetzt sagen, okay, hat der Ball, ne? Das hat echt wenig Schaden gemacht. Aber es war auch nicht Stab, kein Angriff und so. Das ist schon verständlich. So, was machen wir denn hier? Gehen wir raus in Tentandel. Wir tun die Tarnsteine wieder raus. Oder machen wir was komplett anderes? Gehen wir in Arceus und gehen... Alter, was habe ich gegen Ho-Oh? Oh, ist halt richtig spooky. Ich meine, ich habe meinen Drapion. Wie viel Damage kriegt Drapion von ihm? Darf mich halt nicht burnen, ne? Das wäre halt ein bisschen ärgerlich. Bisschen sehr ärgerlich. Sagen wir mal, hier ist so ein defensives Set. Zack, Sacred Fire. Zieht mir halt nicht viel. Und Rock Slide macht ihm halt richtig viel Damage. Geh mal raus in Drapion. Drapion ist hier super cool, solange er uns nicht burnt. So, Drapion ist draußen und wir gehen hier für den Steinhagel. Den gönnisieren wir uns. Und wir sind sogar schneller. Okay, interessant, interessant. Und der macht halt richtig viel Damage und flincht doch hinterher. Der hat die 50%. Ja, komm, der flincht. Bitte. Komm schon. Bitte. Ja, schön. Schönes Ding. So, der ist natürlich sehr nice. Der wird hier, denke ich, nicht drin bleiben, oder? Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich glaube, ich werde hier für Crunch gehen. Crunch ist halt gegen alles in seinem Team gut. Hier für Crunch. Besonders der Steinhagel hat gerade so viel Damage gemacht. Da würde der Crunch halt auch, hi Timo, auch richtig viel Schaden machen. Und das ist Milotic. Okay, Milotic ist hier auf jeden Fall fein. Der Name ist tatsächlich ziemlich sick. Und Crunch macht halt auch richtig viel Damage auf Milotic. Holy shit. Ich will auf keinen Fall, dass Drapion geburnt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er hier auf Recover geht. Ich gehe hier auf jeden Fall raus in Ferrothorn, weil wir tanken auf jeden Fall noch ein Scald und können dann auf jeden Fall die Tarnsteine noch rausbekommen, was nice ist. Das passt auf jeden Fall. Er könnte ja natürlich auch für Recover gehen, dann würde ich wahrscheinlich sogar nochmal für die Leech Seeds gehen. Ich würde wahrscheinlich meine Castleberry wasten, weil er wahrscheinlich rauswechselt. Und das wäre fein. Oder gehe ich doch für die Tarnsteine? Mal schauen, mal gucken. Mal gucken. Alter, aber Drapion, der böllert hier halt richtig rein. Ne? Ho ist jetzt leider nicht ganz auf Dingsrange, auf Tarnsteine-Range, dass die ihn killen. Allerdings haben wir gesehen, Drapion outspeedet ihn und wir haben kein Speed-Investment drin. Das heißt, der wird auf jeden Fall ebenfalls kein Speed-Investment haben, sondern wahrscheinlich speziell defensiv oder irgendwie sowas sein.
Das heißt, auch das ist natürlich sehr gut zu wissen. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass er so ein speziell offensives Set mit Ice Beam ist oder so und uns jetzt rausnimmt. Wir werden sehen, so wir gehen raus in Ferrothorn und er geht für Genesung. Das ist absolut fein. Das ist absolut fein. Wie gesagt, ich könnte für Leech Seeds gehen, aber ich denke mal, die Tarnsteine sind hier auf jeden Fall besser. Oder ich gehe halt einmal für Blattgeißel. Das Problem ist halt, dass ich jetzt, egal ob er rauswächst oder nicht, ich waste halt meine Custardberry hier. Ja, allerdings für die Tarnsteine. Die Tarnsteine sind mir hier tatsächlich doch ein bisschen lieber. Und er bleibt tatsächlich sogar drin. Nee, doch nicht. Okay. Ja, Beere kommt halt so oder so. Und wie gesagt, Blattgeißel wäre halt nice gewesen, wenn sich unsere Custardberry erst darauf die Runde aktivieren würde. Tut's aber leider nicht, deswegen kommen jetzt hier die Tarnsteine raus. Ich überlege hier jetzt wahrscheinlich Tarnsteine zu spammen, solange bis er mich tötet. Einfach weil ich nicht will, dass er die jetzt defoggt und dann sterbe ich danach. Für nichts oder ich gehe halt für Egelsamen. Ich gehe für Egelsamen. Er geht halt jetzt für Auflockern, ja, das war klar. Die Egelsamen müssen jetzt nur treffen. Dann ist es fein, weil dann können wir danach für Protect gehen und können danach einfach rauswechseln. Dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen Schaden auf Tapu Koko drauf. Und können uns mit Ferrothorn nochmal ein bisschen hochheilen, können dann halt, ne, haben dann nochmal was gegen, also haben mit Tentadel dann immer noch ein Switch-In gegen Milotic. Was ganz nice ist und können dann auch da dann die Tarnsteine wieder rausbekommen. Wir gehen die für Schutzschild. Selbst wenn er rauswechselt, wäre das in Ordnung. Dann nehme ich das so hin. Und er bleibt auf jeden Fall drin. Protect kommt. Und er geht für Voltwechsel. Ist in Ordnung. Ich denke, dass er jetzt auch für Voltwechsel gehen wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Riskieren will ich es aber eigentlich nicht unbedingt. Riskieren will ich es eigentlich wirklich gar nicht. Und ich glaube, ich gehe jetzt wieder raus in Naganadel, oder? Ja, doch, ich gehe raus in Naganadel. Ich will nichts risken. Ich kann hier auf jeden Fall gerade safe spielen. Naganadel ist hier halt eben gerade safe. Ich muss hier nichts riskieren. Und er geht für die Kraftreserve-Fire. Perfecto. Perfectimissimo. Okay, so. Wir heilen uns mit den Egelsamen wieder ein bisschen hoch. Das heißt, Tapu Koko, wir kriegen ja auch ein bisschen Chip-Damage auf Tapu Koko drauf, was sehr, sehr nice ist. Er ist eben in Ho rausgegangen. Er wird halt jetzt nicht nochmal in Ho rausgehen und selbst wenn, wäre das absolut fein. Deswegen gehe ich jetzt hier, glaube ich, für den Draco mit... Nee, auf keinen Fall für den Draco. Will ich für die Schlammwoge gehen? Gehe für Flammenwurf. Gehe für Flammenwurf, ja, es sollte in Ordnung sein. Er geht für Voltwechsel. Ist okay. Ich weiß nicht, warum er nicht eben schon für Voltwechsel gegangen ist, sondern hart rausgegangen ist. Das habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden. Ich glaube nicht, dass er jetzt raus in Milotic geht, oder? Weil Milotic kann mir halt nichts. Wenn er raus in Stalobor geht, puh, das wäre richtig delicious. Das wäre richtig lecker. Wenn er jetzt hier in Stalobor rausgeht, eben sind wir ja schon für Kehrtwende gegangen. Kehrtwende wäre hier vielleicht wahrscheinlich auch der bessere Player gewesen. Aber Flammenwurf ist, denke ich, auch okay. Merlin, wer ist das? Das ist nicht Stalobor, oder? Das ist ein Arceus Geist. Okay. Da macht der Flammenwurf natürlich nicht so viel. Aber wir sehen am Damage, dass der auf jeden Fall nicht defensiv ist und dass der Draco Meteor ihm richtig, richtig reinballern wird. Deswegen werden wir den hier auch drücken. Eventuell verlieren wir unser Naganadel. Das wäre aber absolut fein. Falls er rauswechseln sollte. Oh, er geht tatsächlich raus. Geht er raus in Tapu Koko? Oh, schöner Play von ihm. Sehr, sehr schöner Play. Hätte ich eine Sekunde länger drüber nachdenken müssen. Und dann wäre ich wahrscheinlich sogar für die Schlammwoge gegangen. Auf jeden Fall ein schöner Play von ihm. Die Frage ist, killt mich der Voltwechsel? Ist eigentlich egal, weil der T-Bolt mich killt, ne? Aber ich habe hier halt auch keinen Switch-In. Jetzt nicht mehr. Also jetzt, wo Naganadel so down ist. Deswegen gehe ich hier für die Schlammwoge. Wenn er uns rausnimmt, dann ist das absolut fein. 8 für Voltwechsel. Und der Voltwechsel reicht aus. Okay, dadurch kriegen wir immer die Switch-Advantage. Naganadel stirbt leider. Ah, Kaburiki ist hier tatsächlich ein bisschen nervig. Den kriegt er hier ein bisschen zu viel für früh raus. Das ist halt das Problem, dass wir halt absolut gar keine Wohn-Pokémon haben. Und wenn, dann haben wir Skorkro. Und Skorkro ist halt... ist halt nicht so geil. Ne? Also ein besseres Boden-Pokémon hier wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Aber ist in Ordnung. Jetzt bin ich gespannt, was er rausgeht. So langsam chippen wir sein Team auf jeden Fall sehr gut an. Ich frage mich halt immer noch, wer der Scarf an sein Team ist. Er muss auf jeden Fall einen Scarf haben. Okay, geht raus in Meliodas. Er hat ein Dings-Team. Er hat so ein halbes Dings. Dann hat so ein Teil sein Team.
Ich überlege gerade, in Dings rauszugehen, in Raytheon. Andererseits würde ich allerdings auch ganz gerne in... wisst ihr, was ich gehe raus in Pharamosa und gehe für U-Turn? Beziehungsweise ich schaue mal, was am meisten Schaden gegen ihn macht. Wir haben ja immer noch den Focus Sash, was ganz nice ist. Hier, Pyke Hall of Attacker, der macht uns halt 7 Millionen Damage und Loki killt ihn halt fast. Ich gehe für Low Kick. Er wechselt nämlich raus. Wenn er raus in Ho geht, dann wäre das in Ordnung. Und er geht raus in Ho. Echt, hat der Ho wieder so voll bekommen? Belebekraft, lol. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und er ist wahrscheinlich speziell defensiv, sodass ihn wahrscheinlich die Kraftreserve nicht killt, ne? Wahrscheinlich. Aber wir sind halt, wir sind gesashed. Potenziell könnte ich hier trotzdem für Kraftreserve Gestein gehen, solange mich halt sein Sacred Fire nicht burnt. Ne? Ich meine, so oder so muss ich es wahrscheinlich riskieren. Ich gehe für Kraftreserve Gestein. Wie viel Damage macht die? Killt ihn halt nicht. Der ist halt super speziell defensiv. Und er geht halt für Leute vorher. 50% Burn-Chance, wenn er den Burn bekommt, ist okay. Und er bekommt den Burn. Und damit stirbt Pheromosa. Schade. Sehr, sehr schade. Allerdings habe ich natürlich auch den Flinch auf Po bekommen, was für ihn nicht geil war. Deswegen ist es fein. So, wir gehen jetzt auch raus wieder in Drapion. Drücken wahrscheinlich Crunch. Ne, ist gegen sein Team am besten. Er kann nicht mehr in Milotic rausgehen. Ja, wir gehen hier auf jeden Fall für Knirscher. Milotic stirbt nämlich auch an zwei Knirscher. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall fein mit. Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich raus in Stalobor geht. Ah, hier Pheromosa zu verlieren. Oh, er geht tatsächlich... Wann hat der Milotic... Ach stimmt, der ist für Genesung gegangen, ne? Ich wollte gerade sagen, wann hat der Milotic wieder voll bekommen? Aber ja. Ah, die haben alle Recover bei ihm. Die können sich alle wieder hochheilen. Okay, will ich hier riskieren, dass er... er wird halt nochmal für Dings gehen. Ich gehe nochmal für Knirscher. Er wird halt hier für Genesung gehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er hier für Genesung gehen. Und falls nicht, muss ich halt hoffen, dass er mich nicht burnt. Weil dann ist Drapion in einer richtig guten Position. Vielleicht doubelt er sogar raus. Predicted irgendwas. Er wechselt echt raus. Okay, nice. Da kriegen wir jetzt den Free Crunch raus hier auf sein Palkia. Das ist natürlich sehr, sehr delicious, besonders weil wir die Assault Vest haben. Das heißt, der macht uns auch nicht, also er killt uns halt nicht, auch mit seinem Z-Move wahrscheinlich nicht. Und Crunch macht, der Death Drop ist hier auch sehr, sehr delicious. Auch wenn wir ihn mit dem nächsten Crunch natürlich trotzdem nicht killen. Und wir gehen auch hier nochmal für Crunch. Wie gesagt, wir sind speziell defensiv, das heißt, wir tanken auf jeden Fall wahrscheinlich alles, was er uns entgegenwirft. Drapion hier... Mein Pokémon des Tages bisher. Holy shit, der macht einen richtig, richtig guten Job. Mal schauen, wie es mit dem weitergeht. Der Death Drop ist hier natürlich sehr delicious. Wie viel Death Drop Chance hat Crunch? Ich weiß es gar nicht. Aber wir haben jetzt schon einige Crunches eingesetzt. 8 für den Z-Move. Ist es Wasser oder Drache? Drache. Wahrscheinlich Z-Raumschlag. Raumschlag. War noch speziell, ne? Ja, ist speziell. 180er Drachen-Move. Wie gesagt, wir sind LV. Das heißt, der wird mich auf jeden Fall nicht killen. Haut uns runter auf die 26 KP. Perfekt. Perfekt. Und der Crunch. Ah! So ein Fünkchen an KP sind da noch. So ein Mini-Mini-Fünkchen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Oh, ich muss jetzt mein Drapion wahrscheinlich sterben lassen, ne? Wir gehen hier für Crunch. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Er geht hier für Flammenwurf. Okay, er zeigt uns hier den Flammenwurf. Jetzt hätte ich tatsächlich gerne den Mogelhieb auf Sableye. Den ich die ganze Zeit nicht mit habe. Und jetzt wäre er tatsächlich ganz nice. Okay. Ha. Ja, ich gehe raus in meinen Arceus. Muss jetzt halt nochmal leider einen Hit von ihm tanken. Und wir gehen hier für die Erdkräfte.
Falls er warum auch immer in Tapu Koko rausgehen sollte, dann wäre es halt ein harter Missplay, weil Tapu Koko kann uns halt auf gar keinen Fall killen. Aber er geht ja einfach für den Raumschlag. Kriegt halt nochmal for free so viel Damage, weil es ein Crit war. Ah, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Okay. Pagias auf jeden Fall. Oh, irgendwie sah es so anfangs richtig gut aus und dann war sein Team einfach besser als meins, habe ich so das Gefühl. So kommt mir aktuell der Kampf vor. Oh, shit. Okay, jetzt kommt hier Tapu Koko raus. Tapu Koko killt uns halt mit allem zu 100%. Und ich muss mir Arceus auf jeden Fall aufsparen. Das heißt, ich gehe raus in Ferrothorn. Lass Ferrothorn sterben, gehe dann raus in Zubiris. Hofft, dass er kein Dazzling Gleam hat. Und wenn er Dazzling Gleam hat, dann ist es hier ein GG. Aber er hat HP Fire, Voltwechsel. Er hat kein T-Bolt, ne? I don't know. Okay, was geht er hier raus? Geht er raus in Ho-Oh? Wahrscheinlich geht er raus in Ho-Oh. Ho-Oh ist halt auch noch super gefährlich. Tapu Koko ist halt echt super gut gegen mein Team. Wäre Tapu Koko jetzt nicht mehr da, könnte ich sagen, okay, mein Arceus kann vielleicht gegen sein Team gewinnen. Er geht tatsächlich raus in seinen Arceus. Ich gehe für die Egelsamen, falls er sich boosten möchte. Er geht für Urteilskraft. Wie viel Damage macht das? Okay, Skilter. Gut. Nicht gut, aber ist in Ordnung. Wir gehen raus in Zubiris. Wir gehen raus in Zubiris, ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird es interessant und wir gehen für Schmarotzer. Gehen wir für Schmarotzer? Ich glaube, man kann sich einen Schmarotzer gönnen. Das Problem ist, dass ihr Ho nicht burnen können. Mit Willow, mit Zubiris. Was irgendwie nicht so geil ist. Und er geht raus in Koko. Aber wie gesagt, wenn er Dazzling Gleam hat, dann ist es hier sowieso over. Dann ist hier sowieso alles verloren. Kann ich ja auch nichts mehr von Koko tanken. Und sowieso, ne, der ist jetzt allgemein super dangerous. Schmarotzer macht halt echt nicht viel. Und wir gehen für Will-O-Wisp. Und er hat den Dazzling Gleam. Okay, damit ist es GG. Ja, wie gesagt, also es sah zwischenzeitlich echt gut für uns aus. Und er geht auch noch daneben, okay. Aber dann hat sich einfach rausgestellt, dass sein Team besser als meins ist, würde ich einfach mal behaupten. Kombination aus seinem Team und allem drum und dran. Wie gesagt, das wird es wahrscheinlich auch für uns gewesen sein. Im LPP sah zwischenzeitlich echt gut für uns aus. In der Mitte der Season, da waren wir Dritter, fast Erster, also quasi punktegleich mit Ersten und Zweiten. Aber dann schlussendlich hat sich rausgestellt, dass Uber nicht mein Tier ist. Was halt absolut fein ist. Ich hätte für Genesung gehen sollen, hätte ich vielleicht noch ein Kill. Ja, ist halt egal, ne? Aber Koko killt mich halt trotzdem später sowieso mit einem. Dass halt, wie gesagt, Uber nicht mein Tier ist. Und das ist auch in Ordnung. Okay, ich habe mir Mühe gegeben, so gut es ging. Ich geht raus in Merlin. Wer war das? Das war sein Arceus. Ich noch? Nee, ich glaube, ich hätte nicht gewinnen können. Nee, auf keinen Fall. Hier auf jeden Fall für Genesung. Ey, für Urteilskraft, dass wir uns kennen. Ich muss ja nicht rauszögern. Und dann gönne ich ihm seinen 5-0. Schade, aber absolut fein. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche haben wir dann noch unseren letzten Spieltag. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.